Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Heute mit Gast. Ja? Ja, Name halt, ne? Muss ich den jetzt sagen? Ich glaube nicht. Dann reicht das. Nein, ich habe das nicht mehr im Kopf. Das ist nicht gut. Ja, sie kennt das Spiel jetzt nicht. Sitzt jetzt daneben. Man spielt das rückwärts, dann wird die Zeit... Nein, ich bin gerade am Anfang. Achso. Das wäre jetzt nicht so vorteilhaft. Ich kann gar nicht mehr drauf, wie das Ding noch sieht. Dann habe ich es wieder. Dadurch wird die Zeit verlangsamt. Und da wir jetzt Story weitermachen, muss die Nummer ein bisschen langsamer gesetzt werden. So, dann machen wir jetzt direkt weiter hier mit dem Lied. Mit dem fliegt man so hin und her an speziellen Punkten, wie man sich aussucht. Ja. Und dann machen wir jetzt auch weiter. Ich hoffe einfach mal, das heilt jetzt gerade nicht so. Jo, letztes Mal große Geldbörse geholt. Deswegen ist das da unten rot, ne? Und jetzt kommt das da noch und das. Das sollte eigentlich darauf gehen. So, jetzt müssen wir nämlich Gerudos. Vielleicht auch noch. Ja. Die sind hier drin Piraten. Eigentlich nur das Gegenteil vom anderen. Und ja, die dürfen wir jetzt schön besuchen, weil die nämlich die Kinder von den Typen, den wir hier befreit haben. Das war vorher ein wichtiger Zora. Ja, der ist halt mit Prinzessin Rutu, nennen wir sie mal. Die drin sind in der Band. Die sind halt zusammen und die hat Eier gelegt. Warum auch immer. Das Mysterium müssen wir jetzt nicht klären. Und wir dürfen die jetzt wieder suchen. Weil die halt ihre Stimme deswegen verloren hat. Und umfallen ist nicht so sinnvoll. Nee, aber ich bin nicht so aufgeregt. Achso. Ich bin auf dem Boden. Achso. So, wir machen jetzt schon mal hier nicht vorträglich was. Komm, geh da hoch. Nicht. Ja, aber wir müssen ein Foto von ihm schießen, weil hier ist so ein Fischer. Das ist ganz klar geil, okay? Bleib ich kackt ab. Mal das Spiel. So. Und der verlangt halt, weil wir in der Rift rein müssen, was immer eben so ganz nebenbei, dass der wahrscheinlich größte Horror aller Spieler hier ist. Der hinten fährt man noch. Mein Kumpel meinte, das wäre die schlimmste Stelle als Kind gewesen. Kann ich ihm nur zustimmen. Ja, als Kind kriegst du da teilweise richtig Panik, weil... da befinden sich nämlich ein paar von den Eiern, die der Tür. Und ach, hast du mich aber schon mal vorgearbeitet. Das heißt, wir können direkt ja. Weil eigentlich kann man ja nicht raten, was da drin. Jo, aber wir machen jetzt erstmal hier gleich schön kämpfen. Einfach schneller laufen. Die Hasenohren aussetzen, aber dann sehen die mich und das wäre so nicht so vorteilhaft, wie es eigentlich ist. So, guck mal. Ja. Und ja, das spielt mich gerne. Oh. Ist ja nicht tot, die lebt ja noch. Ja, das ist wirklich so. Nein, ich guck jetzt einen Kampf. Die gerade halten. Das war die englische Version, aber deswegen. Ach komm, ich meine. Ja.
bleibt eine von vier. Was die Halt ruft in der englischen Version ist jetzt... strange. Achso, ich will haben das. Und das wäre das nächste Ei. Eine Dose. Wer nach der genau. So, dann sieht man halt gleich auch schon meinen Elter-Tempel überschaffen, wovon ich ausgehe. Der Wasser-Tempel. Vielleicht diese Neumachung von der Queen of Mine. Okay. Alles sieht eher im Windbreaker an. Ja, von der Grafik her sehe ich. Von sich wenn du da elektrische Farbe hast, wird es sehr wirklich noch für deine Figur und die Zimmer in der Mitte vom Feld. Du läufst auch nicht hinter der, sondern siehst quasi über die. Ja, das ist also. Gesagt.
Ich bin verwirrt. Ja, deswegen. Ja, und die Japaner sind halt immer noch nicht durch. Ich glaube, wir haben jetzt schon sehr oft, in Deutschland irgendwo wieder eingebracht, so was zum Beispiel Zelda angeht. Easter Eggs und Planeten. Auch jetzt, die haben auch sehr viel Anspielungen auf Mario gemacht. Ja, okay, lass noch Mario, steht an falsch machen. Ja, das ist jetzt halt, ja. Hier haben wir halt das gute Beispiel des Thema Stadtmusikanten, jetzt mal so im Allgemeinen gesehen. Erstmal noch mal. Ich hab grad gerade nicht im Kopf. Und das wollte ich gar nicht. Komm, jetzt geht doch schwer. Man kann so viel sagen, die wollen, die haben gehört, also auf dem Meer ist gerade so eine große Windwand um so einen speziellen Bereich rum. Und die haben halt gehört, dass es da einen großen Schatz geben soll. Und aufgrund dessen wollen die da unbedingt rein und das heißt, dass diese Zora-Eier dazu helfen, dass man da hinkommt. Okay. Das stimmt zwar auch, aber die haben halt keinen Plan, wie sie es nachher anstellen sollen. So, jetzt auch endlich weitermachen.